Ja, liebe Genossinnen, für eine ganzheitliche Gesundheitsplanung den Pfad der Ökonomisierung der Gesundheitswirtschaft verlassen und einen Systemwechsel einleiten. Die Fehlentwicklung in der Gesundheitspolitik, welche nur die ökonomischen Zahlen berücksichtigt, sind seit Jahren bekannt. Die Corona-Pandemie hat die dramatische Lage in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Ich muss reinbeißen. Jetzt besser, ich sehe es. Okay, Moment, jetzt muss ich aber nochmal hier. Okay. Die Missstände mit ihren Folgen für Leib und Leben sowohl der Patientin als auch des Personals in der Pflege und in anderen Berufsgruppen in der Gesundheitswirtschaft sind täglich in der Berichterstattung und zeigen, dass dringend Gegenmaßnahmen getroffen werden müssen. Konkret muss die Definition der Weltgesundheitsorganisation Gesundheit ist ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen, Zitat Ende, Grundlage für den Systemwechsel von der Gesundheitswirtschaft zum Gesundheitswesen sein. Die Aufgabe des Gesundheitssystems ist es, Menschen bestmögliche Gesundheit zu ermöglichen, Heilungsprozesse zu unterstützen und für eine würdevolle Begleitung beim Lebensende zu sorgen. Einer ganzheitlichen Gesundheitsversorgung stehen jegliche Privatisierungen im Gesundheitswesen entgegen. Gesundheit gehört zur kommunalen Daseinsvorsorge. Dringend ist eine Verbindung von Ökologie und Sozialem notwendig, um zu Lebensverhältnissen zu kommen, in denen alle gesund bleiben. Die Umweltbelastungen müssen erheblich reduziert und der Klimawandel wirksam bekämpft werden, um gesundheitlichen Belastungen und Krankheiten entgegenzuwirken. Eine Wohnungspolitik und eine Verkehrspolitik sind notwendig, um gesundes Leben zu fördern. Eine gesunde Ernährung ist eine weitere Komponente für Gesundheit im Sinne der Weltgesundheitsdefinition. Daher ist die soziale Verfügbarkeit von gesunder Ernährung für alle unter nachhaltigen, möglichst tierleidfreien Bedingungen sicherzustellen. Gute Arbeitsbedingungen inklusive guter Löhne unterstützen gesunde Lebensverhältnisse. Arme Menschen sterben oft früher. Insbesondere auch die sozialen Berufe erfordern eine gute finanzielle und personelle Ausstattung. Nicht die bloße Anzahl der maximal versorgenden Kliniken entscheidet über die Qualität der medizinischen Versorgung, sondern ein stimmiges Gesamtgefüge. Die kleinen Kliniken in ländlichen Regionen haben in einem reformierten Gesundheitswesen wieder Versorgungsaufgaben. Wohnortnahe Strukturen sind wichtig, um in den Kommunen ambulante bzw. teilstationäre Angebote vorzuhalten. Sie sind die zentralen Orte mit Angeboten für Prävention, Rehabilitation, Sprechstunden mit Spezialistinnen, ambulanten Eingriffen, kurzstationärer Betreuung und Kurzzeitpflege. Die schnelle öffentliche Erreichbarkeit eines grundversorgenden stationären Angebotes muss flächendeckend durch passende Mobilitäts- und Versorgungskonzepte sichergestellt werden. Schlussendlich gehört das Gesundheitswesen vollständig zurück in öffentliche Trägerschaft und in Non-Profit-Strukturen. Dafür brauche ich eure Stimme und Unterstützung. Jetzt habe ich noch ein paar Minuten. Nee, noch mal später, das geht dann wieder weg von meiner Zeit. Wir haben ja heute Morgen die Kolleginnen gehört aus der Binding-Brauerei. Ich finde es immer wichtig, auch mit den Kolleginnen vor Ort zu sprechen und sie auch zu unterstützen und jetzt nicht nur so eine Theoriesache zu machen. Deswegen zitiere ich jetzt noch mal ausschnittweise einen Intensivkrankenpfleger am Uniklinikum in Frankfurt, was er an einem Mahnstreik im September gesagt hat. Wozu noch eine PPR 2.0? Das ist Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument, das erkläre ich nachher beim Bier. Aber wichtiger ist jetzt der Text. Eigentlich müssen wir hier nicht stehen, wenn dieses Narrenschiff in Berlin ihre eigenen Konzepte umgesetzt hätte. 1993 wurde von der Bundesregierung Pflege als ganzheitliches wissenschaftliches Konzept etabliert. Ein therapeutisches Konzept basierend auf wissenschaftlicher Planung von einem Nah- und Fernziel. Für jedes Setting
bei allen denkbaren Kombinationen von Krankheit bis zur Erlangung der Selbstständigkeit. Aber nie konnte jemals eine Pflegekraft danach arbeiten. Je nach Schweregrad werden von den Kategorien Besetzungskennzahlen zugeordnet. Das stoppe ich jetzt mal. Davon will das Bundesgesundheitsministerium heute überhaupt nichts mehr wissen. Stattdessen führte man das Fallpauschalensystem ein. Das ist ja absolut Käse, weil das ist ja dann nur noch das Stück für die Ökonomisierung. Dann sagt noch der Kollege zum Schluss, die einzigen, die uns wirklich Schluss. Unterstützen, sind die Gewerkschaften. Ich komme gleich. Dazu müssen wir allerdings an der Basis deutlich mehr werden und unsere Forderungen verlangen. Danke. Danke, Britta.